Sehr schön, meine lieben Genossinnen und Genossen. Herzlich willkommen zu Workers and Resources. Es ist mir ein verdammtes Vergnügen, hier in Parzenberg euch heute zu diesem Stream am Freitag begrüßen zu dürfen. Schön, dass ihr alle da seid. Es sind schon jetzt wahnsinnig viele Leute wieder hier. Vielen lieben Dank euch allen. Denkt dran, es geht momentan um die Twitch-Partnerschaft. Wir sind mega hyped, ja. Ich hoffe, wir können uns von unserer besten Seite zeigen. Es wäre mir wirklich ein Fest. Wunderhübsch. Es wäre mir wirklich ein Fest, meine Lieben. So, Parzenberg in seiner Blüte. Wir haben hinten noch die Stadt Blauberg. Auch die wächst schon. Die hat die Infrastruktur, um dreimal Parzenberg zu versorgen, da oben im Übrigen. Das Heizkraftwerk, das kann einige Winter die Genossinnen und Genossen warm halten. Oben natürlich die im Blauberg Nord strahlt unser Kraftwerk voller Freude. Ja. Das ist wunderschön. So, wie gesagt, hier unten links sehen wir unsere Institution, die neu gebaute. Blauberg ist jetzt an einem riesen, gigantischen Heizwerk angeschlossen, das im Übrigen einen gigantischen Speicher hat. Keiner hätte es ahnen können, das Ding ist riesig. Ja, das versorgt ja immer noch die Reste hier. Huch, ja. So, das heißt, hier ist immer noch warm und immer noch Restspeicherwärme drinnen. Das hat gut gehalten, wobei es jetzt mit 26 Grad im Juni wahrscheinlich eher auch nichts verbraucht. So, weiterhin geht's. Wir werden Parzenberg heute zweierlei Sachen machen. Wir werden diese ganze Aktion hier abreißen. Ich werde auch sofort ein neues Heizwerk bauen. Die Überlegung war hier oben, beziehungsweise hier hinten. Ich schlage auch tatsächlich vor, meine lieben Genossinnen und Genossen, dass wir das mit Rubeln finanzieren. Denn, sind wir ehrlich, Heizung oder mit unser jetzige Baggeraktion, die ist immer recht langwierig. Ja? Und deswegen würde ich das gerne erst vorplanen, bevor wir das hier abreißen, damit wir gut in den Winter kommen. Was wichtig ist, im letzten Stream, wer es nicht mitbekommen hat, denkt dran, das VOD ist eine wichtige Institution mittlerweile für die Worker-Streams. Ja? Wir haben hier eine Polizeistation, die gut funktioniert. Ein Gericht, das auch schon mehrere Strafakten bearbeitet. Und ein Gefängnis, das bereits hier Häftlinge am Start hat. Genau. Die werden auch versorgt. Die Häftlinge selber dürfen Ziegel klopfen. Ihr seht ab und zu hier Häftlinge drin. Da fährt auch ein Gefängnisbus immer hin und her. Das ist sau wichtig. Sarix! Danke vielmals für deinen Resub im 5. Monat. Vielen lieben Dank für den Support. Vielen Dank für 5 Monate. Dankeschön. So, sehen wir eigentlich irgendwo den Gefängnisbus gerade rumgondeln? Da fährt er sogar. Hier. Da ist der Gefängnisbus, der hat 10 Häftlinge dabei und die dürfen jetzt Ziegel klopfen. Schön. Herrlich. Das sind bestimmt keine Systemtreuen, Chat. Das sind bestimmt keine Systemtreuen. Gut, das heißt, wir sind hier. Dann der Vorschlag, eben hier diese Ebene mit Rubeln zu finanzieren, weil wir genug Rubel haben, sollte, glaube ich, auch gut gehen. Wir haben 150 Leute hier oben drinnen. Wir bauen auch mittlerweile hier unten schon eifrig an der neuen Verladestation, damit wir unsere Öl quasi pumpen können, und zwar richtig mit Schmackes. Hier unten neue Tankstelle, auch die wird dann richtig schön mit Schmackes pumpen. Das ist auch wunderhübsch. Und dann haben wir auch hier das System neu. Dann können wir nämlich den Teil hier abreißen. Und diese Schienenstrecke wird ja quasi dann in das Neubaugebiet irgendwo da vorne, glaube ich, war das, hinführen. Das heißt, wir werden hier die Schiene weiterlegen. Gegebenenfalls werden wir sogar irgendwo auf diese Höhe vielleicht noch einen Baubereich machen, wo dann unsere Züge dann eben, oder unsere Züge dann sozusagen zum Gleisbau losfahren dürfen. Gut, wir haben sehr viele Bagger und so weiter und das ist, würde ich sagen, auch alles erstmal ganz gut. Ich guck mal gerade, wie schnell jetzt gerade Terraforming geht, weil wir haben jetzt so krass viel haben wir jetzt auch gar nicht. Ich mach das nicht mit Rubel, ne? Okay. Okay. Es geht schon, sagen wir mal, nicht schlecht, ne? Also das geht schon ordentlich mit Schmackes. Wir haben richtig gut Bulldozer, ja? Nitram, das ist ordentlich. Hast du meine Nachricht, Tiger Boy? Vielleicht. Schreib es einfach nochmal. Manchmal überlese ich das, ist aber keine Absicht dann.
Also, hier kriegen wir eine ordentliche funktionierende Heizgeschichte hin. Da bauen wir auch so ein krasses Ding wie in Blauberg oben. Ja, man merkt schon, wenn der Hügel ein bisschen höher wird, dann tut es auch ein bisschen mehr weh. Aber es geht trotzdem noch echt verhältnismäßig schnell, ne? Ich bin ganz hyped, wie gut das geht. Also da macht dann auch das Terraforming wieder richtig Spaß, ne? Das war jetzt immer so ein bisschen eine echt leidige Nummer. Aber das macht jetzt mit so vielen Fahrzeugen, da siehst du halt auch sofort einen Fortschritt. Und das finde ich, das macht dann schon mehr Fun. Also, ist echt nicht schlecht. Also da kriegen wir auf jeden Fall das große Heizkraftwerk rein, damit wir Parzenberg auch ordentlich versorgen können, bevor es dann zur nächsten Stadt weiter wandert, wo die dann auch Öl fördern soll. Oh, das geht ja richtig gut. Hallo MB, einen wunderschönen guten Abend, grüß dich. Ah, hier, das läuft, ne? Also, da bin ich jetzt echt gerade ein bisschen baff, dass das so ist. Moin moin, Kirito. Hallo. Guten Abend, Bürger Parzenberg, sagt der Bürgermeister. Parzi, einen wunderschönen guten Abend dir. Hallöchen. Und Rainer, auch dir einen wunderschönen guten Abend. Hi. Zimli, hau rein, hab ein wunderschönes Wochenende. Lass dir verdammt nochmal gut gehen. So, jetzt haben wir für Parzenbergs Verhältnisse sollte das jetzt erstmal ganz gut sein. Ich glaube, das sollte jetzt für den Moment erstmal reichen. Also gerade so leichte Hügel kriegen wir halt locker bearbeitet, ne? Also da ist ja halt überhaupt kein Problem. Schau mal hier, wie geil das geht. Wahnsinn, oder? Ey, Präsident, der hat mich entdeckt. Fazit immer, ja. Das ist mir ein Fest sogar. Fieber hat mich wieder... Ey, wenn du einmal in diesem Workers-Strudel drinnen bist, ja, dann... Ach, ich kann auch gar nicht aufhören, hier weiterzumachen, weil ich gerade so Bock drauf habe, hier so ein Plateau zu machen, wo man dann halt easy peasy bauen kann. Ist im Übrigen meine absolute Empfehlung für jeden, der mit Workers unterwegs ist. Macht euch Ebenen. Ihr habt so viel Entspannung dadurch. Es ist so viel besser, wenn man hier Ebenen hat. Und wir werden natürlich jetzt diese Stromleitung kappen müssen, weil die muss jetzt halt natürlich komplett außenrum. Sonst klappt es auch nicht richtig. Weil die Stromleitung müssen wir hier hinten rumführen und dann hier oben irgendwie dann wieder rein in die City. Weil die hängt ja hier an dem Verteiler dran. Den Verteiler würden wir auch ganz gerne hier behalten wollen. Die Gebäude bauen wir lieber links und rechts rum. Dann, weil das ist ja eh schon... Zentralbereich, das heißt, die Gebäude müssten eigentlich hier stehen. Die Heatpipes hier werden dann abgerissen, die brauchen wir dann erst später wieder. Dann können wir nämlich von hier oben auch zum Beispiel an den Gebäuden hier die Heizleitungen vorbeilegen und hier zum Beispiel über die Straße führen. Ja, oder wir lassen sie auch hier mitgehen, aber dann können wir die Plätze noch besser nutzen. Und hier die Seite muss ja komplett raus. Da haben wir nur ein kleines und hier oben bauen wir ja schon an einem großen. Das ist auch schon fertig. Ach, es wird herrlich. Ja, also da gibt es viel zu tun. Und dann haben wir den Parzenberg hier nämlich noch eine komplette Erweiterung in den Süden rein. Und das ist, glaube ich, ein guter Start für uns eigentlich, wenn wir damit dann anfangen wollten. Ich mache jetzt aber mal kurz Pause hier, sondern ich werde nämlich mal ganz kurz diese Stromtrasse abzwicken. Die legen wir jetzt lieber mal außen rum. Das dürfte auch mit Rubel dann gebaut werden. So. Gut, dann nehmen wir das hier ab. Komme ich hier nicht rum, oder was? Doch, hier. So, hier runter. Und dann hier rüber. Dann haben wir das nämlich quasi so richtig schön reingebracht in das ganze Ding. So. Fertig. Stromlinie müsste laufen. Tut's auch. Spannung ist da. Alles klar. So, dann können wir nämlich den Teil nämlich auch nochmal kurz plätten und dann haben wir nämlich, können wir auch mit der Straße sauber rausgehen. So.
Ich habe mir einen neuen Prozessor bestellt. Also ich muss ich hoffentlich nur nicht mehr lange auf meinen PC verzichten. Ey, Pazi, Glückwunsch! Das freut mich sehr, dass das bei dir jetzt endlich besser wird. Das ist schon eine richtig traurige Nummer eigentlich. So ganz ohne PC und vor allem dann noch mit neuer Internet und so. Ach. Ich freue mich aber, dass es jetzt bei dir langsam wieder besser wird. Ohne Witz, das freut mich wirklich sehr. So, machen wir hier noch ein bisschen, dann haben wir hier eine schöne Ecke. Strom läuft nicht, er fließt! Heidi, das muss man nicht so eng sehen, ja? Da sind kleine Zwerge in der kleinen Leitung, die den Strom von A nach B tragen. Du musst das immer so sehen, ja? Das musst du immer so sehen, ja? Kleine Zwerge in der Leitung. Sorry, kein Problem. Ja, man kann sich doch irren. Oh no. Stimmt wieder, bei irgendjemandem wird das wieder zitiert. Ich sehe das kommen. So. Hier nochmal anpassen. Dann haben wir hier nämlich auch eine schöne Gerade. Dann können wir das nämlich hier unten auch noch anpassen. Dann können wir das nämlich hier schön ziehen. So, dann ziehen wir das hier noch ein bisschen weiter. Dann haben wir nämlich hier die Ebene, wo es hochgeht. Und dann können wir nämlich jetzt hier mit der schönen Asphaltstraße rauf. So, das müsste jetzt hier ganz gut aussehen. So, dann haben wir nämlich für Parzenberg hier schon mal eine schöne Asphaltstraße gelegt. Und dann legen wir das natürlich hier auch noch nach drüben. So, dann haben wir nämlich hier eine schöne erste Verbindungsachse, die hier lang läuft. Ja, und dann können wir nämlich hier unsere gesamte Infrastruktur drauf aufbauen. Das ist nämlich wunderhübsch. Das sollen die Genossinnen und Genossen jetzt erstmal tun. Ein Feuer ist ausgebrochen. Was? Alter, am Öltank, wirklich? Der Bitumentank, meine Lieben. Alarm! Der Bitumentank! Wie denn nur? Warum denn nur? Sag mal. Feuerwehr heute keinen Bock, oder was? Nee, doch, da kommen sie. Dauert ein bisschen, ja. Ist nur Schotter da. was kann da schon passieren? Ich weiß doch auch nicht. Ich bin so am Bitumen-Tank, weißt du? Das ist nicht gut. Also als Bürgermeister dieser glorreichen Stadt haben wir natürlich eine Wohnung frei. Das ist wichtig. Ich habe, glaube ich, Tigerboy schon wieder vergessen. Ach so, ich stelle eine Bewerbung. Mich und meinen Schatz um eine Wohnung in Parzenberg. Ach, Tigerboy. Das stimmt, das hattest du doch schon gestern gefragt, ob du eine Wohnung in Parzenberg kriegen darfst. Ah, ist kein Problem. Ich glaube, Pazi sucht mal im Lokalteil und findet natürlich da für dich die passende Unterbringung. Du wolltest, glaube ich, irgendwo in den Neubauten untergekommen sein, ne? Also hier so oben drin. Ah, das findet sich schon. Ah, wunderhübsch. Feuer ist gelöscht. Sehr gut. So, und hier geht natürlich dann die erste Action. Ja, jetzt werden nämlich hier die Baubüros dann bald, hier sind schon drei drauf. Das heißt, es sollte nicht mehr lange dauern und dann läuft das auch richtig an, alles. Ja, sehr gut. Ist auch schon Asphalt und so. Das müsste jetzt eigentlich alles ziemlich schnell gehen mit dem Bau hier von diesen Neuteilen. So, dann legen wir hier schon mal die erste Heizungsgeschichte hin. Wir brauchen erstmal ein Heizwerk. Und zwar wollen wir nicht das kleine machen, sondern das große. Das hier. Das ist unser Heizwerk, was hier Parzenberg künftig versorgen soll. Jetzt natürlich die Frage, wie gehen wir hier weg? Wir müssen natürlich auf der einen Seite nah genug an irgendwelchen Gebäuden sein. Also am besten so irgendwie. Warte mal, wo ist die Straße hier? Da unten. Kriege ich die Straße auch? So würde ich das gerne haben. Ja, bloß nicht so. Also ihr wisst, was ich meine, oder? Warte kurz. Muss mal ein bisschen anpassen. Das mal so. Und dann bauen wir das Heizwerk hier so oben auf, damit die Leute auch aus der Ortschaft in das Heizwerk können. So ungefähr.
Das sollte hier ganz gut sein. Dann können wir nämlich auch hier tatsächlich die Leitungen dann abnehmen. Wobei, wir sollten das eigentlich auch auf der Seite tatsächlich bauen. So eigentlich. So muss das eigentlich hin. Ja, so ist besser. Mit ein bisschen Abstand, damit wir die schön rauslegen können. Schöne Sache, die Spendenaktion MB, finde ich auch, oder? Apropos, wir können mal kurz gucken. Alter Schwede, MB, dankeschön. Hau da 50 rein. 800 Euro schon drauf. Da sind auch andere Spenden reingekommen. Vielen lieben Dank für die Unterstützung. Im Chat poste ich mal ganz kurz die Links, die ihr dafür braucht, wenn ihr gerne mitmachen wollen würdet. Wir unterstützen ein Tierheim. Und zwar noch bis einschließlich Dienstag. Ja, da sehen natürlich die momentan die Leute auf YouTube, können das nicht sehen im Nachgang. Aber auf Twitch Live seht ihr das natürlich selbstverständlich. So, das wollte ich nur mal gezeigt haben. Vielen lieben Dank. Wir werden heute des Öfteren mal reingucken, wie gerade so der aktuelle Stand der Dinge ist. Ich danke jedem, der ganz persönlich von Herzen, der da dabei ist. Vielen lieben Dank euch. Das mit ganz viel Herz. Und vielleicht manchmal ein paar Tränchen. Aber das muss, da muss ich ein bisschen aufpassen. Bin ich sehr anfällig für, gebe ich zu. So, hier machen wir auch noch eine Straße. Dann kriegt das nämlich Parzenberg, kriegt dann nämlich schon gleich so einen Charakter, ne? So ein Flair. So, wir müssen der Parzenberg erstmal ein bisschen great machen, ne, bevor er weitergeht. Gehst du dann persönlich, das ist momentan schwierig, Groff. Momentan ist es eher nicht so ratsam, persönlich da gerade hinzugehen, weil, ne, das ist nicht die Zeit aktuell. Aber vielleicht ergibt sich da irgendeine andere Möglichkeit, müssen wir mal gucken. Immer auch gucken, wie cool die drauf sind, das werden wir sehen. Aber ich beabsichtige da jetzt eigentlich keine große PR-Geschichte draus zu machen, sondern einfach, ich will die einfach unterstützen, weil ich deren Arbeit und Engagement cool finde und tatsächlich da finde, dass man da unterstützen kann. Und ja. Da, ich glaube, das ist für die meisten auch aus der Community völlig fein so. Ach, guck mal hier. Steht ja schon rum, der Typ. 31 Tonnen brauchen die da. Gut, das Ding haben wir gemacht. Jetzt brauchen wir für das Ding, brauchen wir noch ein anderes Ding. Und zwar, wir brauchen jetzt noch eine lagernde Lagerstätte für Holz. Jetzt suche ich es schon wieder wie ein Depp. Ziegelfabrik. Da hinten war es irgendwo. Hier das große Lager für Holz. Das hier werden wir hier anbinden. Kann ich das auch... Warte mal, kann ich das auch so bauen? Wir brauchen ja bei den Holzfällerposten eigentlich auch nämlich noch Leitungen. Warte kurz, wir machen das mal so hin. Und dann machen wir den Holzfällerposten hier oben dann dran. So. Warte kurz, ich nehme mal die Straße ganz gerne erstmal raus. Okay, und jetzt versuche ich da den Holzfällerposten anzubauen. Mal gucken, ob das klappt. Da hätte man natürlich hier eine wirklich krasse Holzproduktion hoffentlich hier am Laufen. Kriege ich das hier, warte mal, kriege ich das hier irgendwie hin? Manchmal echt ein bisschen blöd zu sehen. Ich habe nämlich manchmal ein bisschen die Befürchtung, oder was ist Befürchtung? Die Angst, dass das nicht anbindet. Dass es nicht ransnappt, weil die Straße im Weg ist. Machen wir die nochmal weg. Da muss man immer ein bisschen tricky rumspielen. Das ist ein bisschen schade. Weil technisch gesehen geht das nämlich. Man muss halt bloß gucken, dass man hier den Punkt nicht wegbaut. Dass man die Straße noch wegziehen kann. Na, hier merkt das schon. So.
Gut, jetzt haben wir den Teil. Der ist halt jetzt nicht so gut angebunden, aber da kann man zur Not auch hier eine Bushalte noch hinbauen oder sowas. Wolltest du das nicht mit Kohle befeuern? Nicht seit ich weiß, wie krass das große Teil ist, weil das auch selbstversorgend im Prinzip ist. Das braucht halt Arbeiter, aber da könnten wir zu den Holzfällerposten zum Beispiel Gefangene schicken, die beispielsweise nicht so systemtreu sind. Dann müssen die halt den ganzen Tag Holz fällen. Da freuen die sich bestimmt. Oder so. Gut, dann werden wir hier auch gleich mal anfangen, die erste Bepflanzung zu erledigen. Ich finde, das kann man mal machen, dass man hier noch so ein bisschen bepflanzt. Fluchtgefahr, nix da. Hier in dem, aus dem Wald findet niemand raus. Das ist unser Wunderwald. So, und damit das von außen nicht so schlimm aussieht, machen wir ja hier so ein paar Papelzweige hin. Ja, dann sieht das von der Stadt aus keiner mehr. So. Schöne Sache. Neues Fahrzeug. Ah, schon wieder ein neues Flugzeug. Mit Tupolev. Wir brauchen Scharfschützen. Ah, das sieht da im Wald keiner. Schau, hier wachsen lauter kleine Bäumchen. Das wird toll. Parzenberg ist so ein lebenswerter Ort, ja. Ich finde, Parzenberg macht einfach was aus sich. Blauberg auch, ne? Aber Parzenberg auch schon sehr, ne? Also schon sehr. Arbeiten jetzt hier eigentlich mal Menschen? Nee, ne? Wir müssen echt gucken, dass wir das... Also ich würde ganz gerne diesen Hubschrauberlandeplatz abreißen, weil den brauchen wir gerade eh nicht. Und der nimmt eigentlich auch nur Platz weg. Und das ist ein bisschen schade, weil da könnte man auch ein super Wohnhaus hinbauen. Wisst ihr, wie ich meine? Ich glaube schon. Hier so ein super schönes Wohnhaus. Warte kurz. So eins. Auch zur Versorgung beispielsweise unserer, zur Versorgung auch von unserer Infrastruktur hier oben. Gerade das Krankenhaus und so, da ist jetzt noch nicht so die Wucht, aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Können wir da eigentlich hinten noch einen Fußgängerweg rausbauen? Geht das? Kommen wir hier durch? Nee, ne? Aber bald bald kommen wir da bestimmt durch. So. Wir könnten auch mit einem Untergrundfußgängerweg dann das verbinden, aber das muss gar nicht sein. Ich habe da schon den Plan, wie wir das am einfachsten machen können, nämlich einfach schlicht und ergreifend hier raus. Warte kurz. Hier raus. Hier raus. Geht auch. So. Wunderhübsch. Was mit den Uni-Gebildeten? Was? Wieso? Die dürfen dann hier einziehen. So, wir lassen auch hier wieder nur die Loyalsten zu. Also das ist so ein Edelloyalitätsbereich. Ja. Die müssten auch... Genau, die können sich hier versorgen. Die können aber auch nur hier arbeiten. Das heißt, die werden hier wahrscheinlich nur die Arbeit finden. Dann müssen die anderen, weil die ja relativ schnell überall hinlaufen können, die können auch sogar zur Uni, dann müssen die anderen werden hoffentlich dann mehr auf die Busse ausweichen. Das wäre super. Ach, mit der Anzahl der Uni-Gebildeten können wir mal gucken. Wir haben aber wahrscheinlich recht anständig mittlerweile. Ja, es war schon mal besser. Aber wir haben über 1000 mit Universitätsbildung mittlerweile. Also das ist schon ein solider Schnitt. Unsere Bevölkerungsstruktur wächst und gedeiht gar fürchterlich. Ja, also wenn ihr das mal anguckt, unsere Bevölkerung eskaliert gerade nach oben und der Platz ist ja auch da. Wir haben mittlerweile eine Kinderwelle, die ist, also eine Babywelle eigentlich. Ja, also bei uns ist es quasi üblich, dass überall Kinder sind. Also die ganze, ganz Zwergistan ist voller Kinder, muss man fast sagen. Ja, und ja, also die Kinderwelle rollt an. Ja, wie soll man sagen, die nächste Generation loyalster Bürger steht quasi schon in den Startlöchern. Die Kinderwelle, die aber schon in der Schule ist, ist auch schon da. Also wir haben gerade zwei gleichzeitig laufende Entwicklungswellen hier drin. Ja. Also ich so mal das alles anguckt, die gehen schon alle steil. Es wohnt aber niemand bei den Eltern, das bedeutet, wir haben noch genug Wohnraum da. Wir haben noch genug Wohnraum für alle da. Und vor allem unsere Arbeiter, unsere produktiven Arbeiter, die steigen weiter. Was man sagen muss, unsere Todesfälle
hatten mal Peaks gehabt. Da muss man auch aufpassen, dass das nicht passiert. Fluchten haben in letzter Zeit stärker nachgelassen. Wir haben immer so kleinere Wellen, die dann ab, wo dann ein paar Leute immer abhauen, aber ansonsten so die großen Fluchtwellen sind weg. Ja? Geburten steigen gerade, also steigen wahnsinnig hoch. Und Einwanderer haben wir nur ganz selten mal, weil momentan halt auch niemand von uns an der Grenze jemanden abholt. Das ist ein bisschen schwierig. So, hier wird ordentlich aufgebaut. Und das fördert natürlich auch wir wieder hier, ja, unser Büro- und Mehrkomplex. Da wollen ja Leute arbeiten für völlig nicht so schwierige Sachen. Also die Genossen brauchen da gar keine Angst haben. Das ist natürlich keine Geheimpolizei, sondern das ist ein Bürokomplex. Ja, man hat extra hier Leuchtmittel angebracht, damit das nicht aussieht wie eine Geheimpolizei. Und das Transparentbüro und mehr muss man einfach anerkennen, dass da würde keine Genosse drauf kommen, dass das vielleicht eine Geheimpolizei ist. So, damit ist Parzenberg natürlich noch weiter am Wachsen, ja. Parzenberg jetzt schon relativ stark am Start. Von unseren gesamten 5.800 Einwohnern wohnen 3.400 allein in Parzenberg. Das ist eine solide Zahl, muss ich sagen. So, hier sind oft... Oh, Blauberg hilft sogar hier bei dem Bau. Krass. Die Blauberger sogar am Start. Hätte ich nicht gedacht, ne? Hätte ich ja nicht gedacht. So, wir werden aber gleich eins machen, sondern wir werden gleich diese Straße asphaltieren. Und ich möchte jetzt tatsächlich auch mal ganz kurz gucken. Wir kommen hier ja noch nicht durch. Das bedeutet, wir werden diese Straße, diesen Straßenabschnitt... Komme ich hier vielleicht durch? Ich suche gerade eine Möglichkeit, hier durchzukommen, ohne dass es doof aussieht. Das kriege ich nicht hin, ne? Weil der Tanker... Ich müsste noch diese Straße... Das kriegen wir vielleicht auch so hin, ja? Ich lasse jetzt mal das hier gerade laufen. Der kommt jetzt hier nicht mehr weg, das ist schade. Kommen die jetzt alle hier nicht mehr weg? Echt jetzt? Okay, das hat ein leichtes Problem verursacht. Warte, ich baue es mal schnell fertig, dann kommen die wieder weg. Weil wir wollen gerade alle liefern. Wie schaut es beim Tunnel der Freundschaft aus? Ich nehme an, da sind noch 2000 Arbeitstage drauf, oder? Ja, mal gucken. Ach, nicht mal, der ist bald fertig, du. Der ist bald fertig, der hat schon alles Nötige, um hier fertig gebaut zu werden. Dann müssen unsere Genossinnen und Genossen nicht mehr die Bergserpentine fahren, ja, um nach Blauberg zu kommen, sondern können hier schön die Schnellstraße nutzen. Bad Bördenberger, einen wunderhübschen guten Abend, Hallöchen. Und Tiduri, dir auch einen wunderschönen guten Abend, hi. Was eigentlich mit eigenen Autos für unsere Genossinnen und Genossen? Louis, solche revolutionären Gedanken möchte ich hier gar nicht lesen. Natürlich nutzt unser gemeiner Genosse, ja, der gemeine Genosse, der in Parzenberg oder aber auch in Blauberg wohnt, nutzt natürlich die öffentlichen Verkehrsmittel, die die Gemeinschaft zur Verfügung stellt. Vielleicht auch, weil wir gar keine Autofabrik haben. Das mag aber vielleicht ein anderer Grund sein. Für Regierungstreue! Ach so, das macht natürlich einen Unterschied. Für Regierungstreue so ein eigenes Fahrzeug, so alle, die über 90% loyal sind, dürfen das. Alle, die weniger loyal sind, sagen wir mal nicht, ja? Die haben aber auch andere Aufgaben, die sitzen dann eher hier. Alter Schwede, es werden zwar immer mehr, ne? Wem die Loyalität des Arbeitnehmers unbekannt ist, darf, ja. Wenn die Loyalität des Arbeitnehmers unbekannt ist, darf er arbeiten. Okay. Wie schauen eigentlich die Resozialisierungsrate da drinnen aus? Uff, uff, oh, Moment, Moment, Moment. Das nimmt gerade alles ein bisschen zu. Minus 3%, ey. Schau mal, dass ich das irgendwie hinbekomme, dass die hier vielleicht ein bisschen ausgeglichener unterwegs sind. Weil dann nimmt das nämlich auch dauerhaft ab, ne? Schau mal, das wird besser. Die müssen halt immer bloß ein bisschen hier... Und wenn dann alles andere im Plus ist, dann wird das nämlich irgendwann auch besser. Dann werden die quasi... dann sind die happy, wenn die im Knast sind. Und wenn die happy sind, dann freuen sie sich natürlich, dass der Staat so gut für sie sorgt. Ab ins Uranwerk! Abo, einen wunderschönen guten Abend! Die Straße wird im Tunnel auch nicht zuschneiden. Das ist natürlich sehr praktisch. Da sparen wir uns ein ordentliches Stück.
Aber es ist auch nicht mehr viel offen, ne? Also 500 Arbeitstage noch, dann ist dieses Megabauprojekt, unser quasi, unser Prunkbau, der Tunnel der Freundschaft zwischen beiden Städten, ist dann endlich abgeschlossen. Und das freut mich dann noch viel, viel mehr. Das freut mich dann noch viel, viel mehr. Da bin ich dann hyped drauf. Na, also wenn das jetzt fertig ist, das hat schon uns sehr, sehr lange Zeit gekostet. Da sind alle Baubüros beschäftigt und versuchen natürlich neue Arbeitskräfte immer hinzubringen. Das ist schon viel Arbeit, was da abgeht. Wie gesagt, auch die Blauberger von der anderen Seite graben da hier in dem Tunnel nach Parzenberg, um endlich hier das Projekt abschließen zu können. Es könnte diesen Stream was werden. Ich glaube sogar, das wird relativ bald was, ne? Change it. A little shaky. Our emotions got the best of us lately. I got issues, yeah, you got them too. Our feelings too.